Ich habe nur eine Minute und ich habe es aber gleich schon geschafft. Das ist gut. Okay, ich habe es geschafft. Made it to 20 cm. Well done. Did you? Bla bla bla. Hast du gut gemacht. But don't stop. Make it as big as you can, stand da, glaube ich. Oder irgendwie sowas in der Art. Oh, ich will auf jeden Fall, weil ich meine, das reicht mir jetzt persönlich nicht aus, weil es gibt... You have 1 minute remaining. Dankeschön. Die geben uns zum Glück dann immer hier Bescheid, wenn wir kurz vom Ende sind. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Jedenfalls meistens, wenn wir schon eine gewisse Sache erreicht haben, also wenn wir die Aufgabe erfüllt haben von einem Level, die das auf jeden Fall immer machbar ist, haben wir halt die Möglichkeit, schneller zu wachsen, weil wir dann natürlich entsprechend größere Gegenstände aufsammeln können. What the fuck? Wuff, wuff, wuff. Boah, ich will das alles da haben. Komm, beweg dein Fettarsch. Oh, what's that? Odd box you just rolled up. Das geht dich gar nichts an. Scanning, scanning, bla bla bla. It's a present! How wonderful! Yeah! Ich freue mich auch riesig. Ich kann mich kaum noch halten. So. Es sieht zwar sehr chaotisch aus, aber das, was ich hier mache, hat so ein bisschen, ja, es hat sogar ein bisschen Plan. Aber nur ein bisschen. Oh mein Gott, den ganzen Tisch habe ich einfach nicht geachtet. Oh mein Gott, ich muss auch die 30 cm... Okay, die reiche ich nicht. Komm, 28... Ach, okay. Time's up, let's go back. The suspense is killing my poor servos. Ja, genau. Ich hoffe, es wird bald in Ordnung sein. Whoa, whoa, wait, whoa. Sehr gut. So, das erste Level wir überstanden. Wie gesagt, das war das erste Level. War relativ leicht. Ich habe ungefähr knapp die Hälfte mehr von dem, was ich eigentlich brauchte. Aber es gibt ja am Ende immer noch eine Bewertung. Mein Robot-Regenbogen hat geklappt. Sehr gut. Ich bin überrascht. Nichts, was ich tue, funktioniert immer. Ich wünschte, meine Sensoren würden die Zukunft voraussehen können. Dann würde ich weniger nervös sein über deinen Katamari. Wo hast du die Sache, das Ding überhaupt hingetan? Guck mal in deine Hand. Oh, hier ist es ja. Analysiere Größe, bla bla bla. War doch gut, oder? Error Katamari of immeasurable size. Das ist ein gutes Zeichen. Ich kann die Größe nicht... Was? I can't measure a Katamari... Was? The small? Fuck you, bitch. Echt, ey. Ich würde ihn mit einem kleinen... Blablabla Finger kaputt machen. Versuche den nächsten größer zu machen. Leck mich am Arsch. Analysiere die Komposition. Und ist das jetzt gut? Es ist ein spielerischer Katamari mit... Essen. Und Spielzeugen? Ich verstehe es nicht. So, jetzt wird er bewertet. Ach du Scheiße. Okay, das war einfach mal verdammt schlecht. 43. Ih, das ist aber nicht sehr gut. Dieser Katamari hat den Willen zum Spielen verloren. Ich werde traurig, nur wenn ich ihn anschaue. Richtig. Ja, komm, erste Regel, immer groß sein. Ich sollte... emphasized, euphorisiert sein für mehr oder so. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen, sehr gut. Wow, verrückt, sehr gut. Ja, komm, mach daraus einen Stern. Oh, die I'm going to screw this up. Ich schaff das nicht. Voila. Und? Didim, didim, stale satellite. Sehr gut. Shooting star confirmed. Oh, sie ist wundervoll. Sternschnuppe. Es wurde im Endeffekt doch ein Stern. Wie oft muss ich das noch tun? Oh, mein Schmerzen, mechanischen Kopf, Schmerzen, bla bla bla. Episode 1, Jumbo Brothers Activate. Zeit zu fliegen, Mibli. Großer Bruder, warum immer fliegen? Was? Weil es cooler ist als irgendwas, was du gerade gesagt hast. Blauer Mann. Blauer Mann. Was? Maschinenfliegen ist für die Schwachen. Ein Riesenpilz. Ich wiederhole, bitte versucht nicht zu verstehen, was da abgeht. Ich glaube, man kann es gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, was die kranken Köpfe sich da ausgedacht haben. So, das erste Level wäre mehr schlecht als recht, absolviert. Kamera!
wusstest du, dass du Bilder schießen kannst? Zuerst geh in den Prinz-Look und dann in den königlichen Blick. Dann drück einfach den X-Knopf. Sehr gut. Du kannst Spiel speichern, PlayStation 3, bla bla bla, Collecting. Bla bla bla. Ist mir auch egal. Das ist es. Ich kann nicht mehr. Bla. Flea Mode. Würdest du mir helfen, den König aufzuwecken? Geh einfach und roll einen Katamari um seinen Kopf herum. Was? Er wird sich erinnern, was du aufgerollt hast und aufwachen. Lass ihn nicht warten, er wird richtig böse. Okay. The King's Cosmos. Jetzt haben wir die Wahl nämlich zwischen den Robo-King's Cosmos und den Königskosmos. Gehen wir erstmal hier hin, weil da haben wir jetzt ein Level freigeschaltet, so wie es aussieht. Katamari Forever Gingerbread House, also Pfefferkuchenmann. Ich soll Süßigkeiten aufrollen, um einen Planeten zu erschaffen. Das machen wir doch, oder? Ja, komm, gib Gas. Guten Morgen, so ein schöner Schlaf hatten wir. Wir hatten so einen schönen Schlaf. Bist du bereit, den Frieden im großen Kosmos wiederherzustellen oder zu erhalten? Großer Kosmos. Was ist das? Haben wir einen? Heilige Fachole, wenn du sagst. Ich analysiere den Input. Wir haben so viel vergessen. Wer sind wir überhaupt? Und warum sagen wir wir? Aha, nett. Was? Komm, weg damit. Keine parasitären Zwillinge? Wie einsam. Naja. Immerhin ist das Leben schön. Es ist immer noch schön. Und wir haben eine Aufgabe. Wir brauchen... wir müssen alle unserer schönsten und süßesten Momente finden. Erinnerungen wiederfinden. Also... lass diese süßen Momente aufblicken in unserem Korb. Wer bist du nochmal? Der Prinz? Du Armer. Das ist unser Ding, ne? Um dich herumzuschicken. Blabla. Wir müssen... Was? Also wir müssen sehr hart arbeiten, um so weit zu kommen. Schusch. Wir brauchen keinen Input für diesen... Genug Gelaber. Los, auf zur Süßigkeit und Licht. Was? Es ist merkwürdig, das Spiel, wirklich. Aber es ist wirklich sehr geil. Open, was steht da? Ich kann es nicht lesen. Daisy. Okay. Dieser süße Geruch von Whatchamacallit. Wie soll ich es nennen? Ich kann mich nicht erinnern, aber wir fühlen es in uns. Oder so. Ich soll Tonnen von Süßigkeiten aufrollen. Und diese beiden, diesen Bruder und diese Schwester, mit in den Katamari einführen. Ich habe 3 Minuten Zeit und keinen Moment länger. So ist gut and sweet. Ja, komm. Ja, ich darf steuern. Sehr gut. So, jetzt müsste ich... Das Level konnte ich früher echt aus dem FF. Also es war wirklich kein Problem für mich, hier gut zu sein. Das ist aber auch schon ein bisschen her, wo ich das gezockt habe. Von daher... Boah, wir sind schon ziemlich groß. Sehr gut. Jetzt können wir das ganze Haus hier zerstören. Was wir am Anfang ja noch nicht konnten. Okay, wir können noch nicht komplett das ganze Haus zerstören, aber schon auf jeden Fall eine ganze Menge davon. Oh mein Gott, wir haben so viele schon. 405, ganz viele Süßigkeiten. Süßigkeiten sind lecker. So, wenn die Sachen farbig werden, heißt es für uns, dass wir die Sachen aufsammeln können. Ich ziehe zum Beispiel die ganzen Donuts und so und ich sehe einfach leider nichts und es ist scheiße. Okay, die Hexe hat ein Geschenk am Arsch. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Komm, gib mir die Sachen her. Ich will alle Sachen haben. Oh, den Donut, Regenbogen des Todes auch. So, okay. Okay. Kann ich die Hexe schon? Nein, die Hexe kann ich noch nicht. Okay, jetzt sind wir schon groß genug, um die Typen am Anfang eigentlich schon aufzuheben. Also mit einsammeln zu können. Aber wir werden uns natürlich noch ein bisschen anstellen. Und da ist ein Cousin. Der sieht aus wie so Katamari. Hier, Prinz, bla bla bla. Und wir haben Honey gefunden. Das ist so heißt der Typ. Die Typin, die wir gerade aufgesammelt haben. Ach, komm schon. Ich stelle mich gerade vielleicht echt ein bisschen doof an, aber ich kann das Spiel einfach nicht mehr so gut. Es gab eine Zeit, da konnte ich es echt richtig gut. So vor einem Jahr oder so. Da habe ich richtig hart gezockt, aber seitdem habe ich das leider auch nicht mehr gespielt und habe das mir eigentlich für ein Let's Play aufgehoben. Okay, jetzt haben wir noch, jetzt können wir das Herz einsammeln und jetzt kriegen wir es auch viel. Ja. Oh, Blockworthy. Komm, wir können das Rest eigentlich auch noch einsammeln. Ich habe ein zerbrochenes Herz aufgesammelt.
Das ist jetzt anders wie gerade, da haben wir jetzt keinen Magnetismus gehabt, sondern in dem Bereich, wo wir es eingesammelt haben, da haben wir jetzt super, super, super ganz viel eingesammelt. So, okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier so gut wie alles. Viel, viel auf jeden Fall nicht mehr. Habe ich die Hexe eigentlich mit eingesammelt? Wäre toll, weil jetzt wäre ich dazu in der Lage. So. Ah, okay, jetzt habe ich das Geschenk eingesammelt. Ich glaube, das war am Arsch der Hexe, wie wir schon erwähnt haben. Jetzt haben wir 51 Sekunden Zeit, das reicht locker. Das ist immer ein richtig geiler Moment, wenn man in der Lage ist, sich bewegende Lebewesen einzusammeln. Beim Anfang nerven die einfach nur und wenn man das dann endlich kann, dann ist es total toll. So, okay, jetzt können wir uns umdrehen. Und. Ja, Hänsel und Gretel haben wir jetzt auch eingesammelt. Alles klar, die Zeit ist um. Nein, ist ja noch nicht. Es ist ein süßes Herz, ein Zucker irgendwas. Lass uns schauen. Ein Zucker irgendwas, genau. So, wir haben 1414 Objekte aufgesammelt. Das war mal schön. Bäh, Entschuldigung. Und wieder der kreiselte Pilz. Ich mag den. Der ist so gechillt. Milfie! Was? Sogar die Luft hat hier Kalorien. Ah, dieser süße, süße Geruch von Katamari. Oh, das. 100%. Hallo, 100% der Süßigkeit habe ich eingesammelt. Also, Ausrufezeichen. Es ist einfach zu viel Süßigkeit. Oder Süßnis. Fett, Pimpli, Zahnlose, nicht so Dolce Vita, nö. Aber aus Katamaris Sicht ist es ein süßes, eine süße, irgendwas, Erlangung. Was würdest du sagen, was du zum am meisten bekommen hast? Snacks, Fantasy Children, sehr gut. So, du magst also deine Snacks. Auf jeden Fall. Es ist nicht schwierig zu finden. Es ist nicht schwierig, die im Pfefferkuchenhaus zu finden. Jetzt die Punkte, bla bla bla, carry the Google Ad. Score! 120 Punkte, die Bestwertung. 120! Yeah. Es ist nicht über 100? Ein mathematisches Wunder. Wir sind unmöglich, bla bla bla, aber sie ist ficken. Scheiße. Ich habe ein Geschenk erhalten, ne? Ja. Bla bla bla. Was haben wir da bekommen? Irgendwas. Irgendein Dildo oder so. Und einen neuen Cousin. Zick. Wir brauchen Kleider. Boah, Bürste. Oh, es ist Honig. Honey. Schön. Oder so. No for the starter. Bakewell. Sehr gut. Und Level Nummer 2 wäre schon geschafft. Melty Planet. Bla 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 bla. Jetzt habe ich schon einige Erinnerungen zurückgeholt. Und schon Episode 1. Bon Appetit. Die erste Erinnerung wäre jetzt wieder erlangt, beziehungsweise wieder dargestellt als Stern im Kosmos. Und zwar die Süßigkeiten. Ist das nicht wundervoll? So, jetzt müssen wir wieder den Cousins. Bla 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 bla. Ich kann die wechseln, mehr sagen die mir ja nicht. Bla 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 bla. Ja, und Geschenke kann ich anlegen. Das kann ich euch mal gerade kurz zeigen. Ist das hier? Nein, das ist Versus Battle und Coop. Man kann ja auch gegeneinander und Koop spielen. Cousins und Friends, genau. So, jetzt haben wir einerseits die Möglichkeit, uns einen Cousin auszuwählen. Es gibt super, super viele. Ich habe selbst noch nicht alle freigeschaltet, wie man hier sieht. Es gibt 6 Seiten. So, da ist Honey, den wir gerade freigeschaltet haben, und der Rest ist noch komplett leer. So, und dann gibt es jetzt hier Geschenke. Da gibt es bestimmt noch mehr von. Da gibt es einfach was für den Kopf, dann einfach für den Körper. So, jetzt habe ich hier so eine lustige Nase. Ach, das habe ich gerade gefunden. So, Long Nose. Was ist das? Gar nichts. Finde ich gut. Und dann gibt es hier ein Wort irgendwie für einen Unterkörper. Für die Beine. Und leider haben wir jetzt noch nichts. Deswegen bringt das jetzt nicht, dass ich euch das zeige. Aber es besteht ja zumindest die Möglichkeit. So, ab zum Robokings Kosmos again. So, jetzt haben wir ein neues Level freigeschaltet. Und zwar Robokings Kosmos Make a Star Kalorien. Ich soll
ganz viel Essen aufholen, um Kalorien herzustellen. Bla bla bla, kann man. Ja, komm, hol hier.